Alle Jahre wieder bekommt man in Kapfenberg Besuch von den alpinen Skistars. Heuer waren es die Techniker um Reinfried Herbst, Manfred Pranger und Marcel Hirscher, die bei besten Bedingungen sich in Kapfenberg auf die neue Skisaison vorbereiteten. Eine Auszeichnung für die Stadt Kapfenberg. Wir haben in Kapfenberg auch sehr viele gute Sportler, aber natürlich ist es eine ganz große Auszeichnung, wenn wir die Größen des österreichischen Skinationalteams hier in Kapfenberg zu Gast haben. Lies Görgel gehört ja quasi zu uns dazu, aber wir freuen uns, dass auch die Herren dann den Weg nach Kapfenberg finden und so auch dazu beitragen, das Image der Sportstadt Kapfenberg nach außen zu bringen. Und dass es den Stars in Kapfenberg an nichts fehlte, bestätigten uns auch Herbst und Co. Ich bin das zweite Mal da jetzt, schon ganz lange her, dass ich mal da war, also ich glaube 96 war das. Da war ich im Nachwuchs und da bin ich quasi das erste Jahr in ÖSV gewesen, da bin ich mal da gewesen. Nein, also wenn man das heute sieht, ist eine super Sportstätte, die Möglichkeiten sind super da und absolut der richtige Platz für einen Konditionskurs. Auch für uns ist es wieder mal schön und lässig, dass wir gemeinsam mit der Mannschaft einmal unterwegs sind. Und wir haben da alle Möglichkeiten und das ist eigentlich schon ideal so, ja. Zum idealen Training gehört natürlich auch die richtige Ernährung. Ja, für uns ist sehr, sehr wichtig, halt, dass wir beim Frühstück vor allem da einen Haufen Energie aufnehmen, weil der Trainingsalltag ziemlich lang ist und es ist doch die wichtigste Mahlzeit für uns. Wen siehst du jetzt für die Zukunft im eigenen Team als die größte Konkurrenz? Die Kollegen sind schon ziemlich alt, also von dem her, sind sie alle auf dem gleichen Level. Den Alten der Garde wird er sicher auf die Bälle rücken. Mit dem Fallschirmspringen und dem Fliegen wurde dann aufgrund des Wetters dann doch nichts. So drängte sich nur die Frage nach dem letzten Flieger auf. Ja, das war wahrscheinlich beim Finale. Flieger hin, Flieger her. Als Alternative gab es Rundflüge mit einem Kleinhubschrauber, gesteuert übrigens von der 24-jährigen Katrin Herfert. Und der Tag klang dann mit Trailfahren im Lammingtal aus. Auch bei diesem Sport machten die Skistars beste Figur und Marcel Hirscher und Manfred Pranger zeigten sich wahrlich professionell. Also gesamt gesehen ging der Tag trotz Regens mit viel Spaß zu Ende und nicht den Bach runter. Und die Skistars versprachen, wiederzukommen. Kapfenberg. Gemeinsam erfolgreich.